Ja, alles zu den Kandidaten aus Ihrem Wahlkreis finden Sie online auf der Seite kandidatencheck.wdr.de. Was ist Heimat? Das kann eine Wohnung sein, ein Friseursalon, ein Säulengang. Wenn Sie das schöne Wetter in den nächsten Tagen vielleicht noch mal nutzen wollen, dann ist vielleicht diese Fotoausstellung im Westfalenpark ein gutes Ziel. Die ist noch bis Montag zu sehen. Heimat, gestern und morgen heißt das Projekt, bei dem Jugendliche zeigen, was für sie Heimat ist. Jugendliche, die vielleicht erst seit ein paar Jahren hier leben, für die Dortmund aber Heimat geworden ist. Okay, die haben Deutschland zu ihrer Heimat gemacht. Die haben die Kultur mit hier hingebracht, ne? Also würde ich jetzt so verstehen. Weil hier habe ich zum Beispiel gedacht, dass es nicht Deutschland ist, ne? Aber dabei ist es Dortmund. Guck mal, Lorenzo, guck mal hier. Ich heiße Mohamed Araouri, ich bin 21 Jahre alt und ich mache gerade mein Abitur. Auf der Ausstellung, was Sie gerade gesehen haben, sind Bilder, die ich gemacht habe. Ich komme ursprünglich aus Damaskus, das ist die Hauptstadt Syriens. In der Nähe von diesem Bahnhof habe ich früher gewohnt. Mein Vater ist nach Deutschland gekommen, der hat uns dann zusammengeführt. Ich bin 2016 nach Deutschland gekommen. Wir sind erst mal 2 Monate lang in Hamm geblieben bei meinem Onkel. Da haben wir in einer Einzimmerwohnung gewohnt und wir waren so 12 Leute in einem Zimmer. Wir mussten jeden Tag Datteln essen, die wir aus Jordanien mitgebracht haben. In diesen 2 Monaten haben wir gar keine Hilfe vom Sozialamt oder vom Staat bekommen. Deswegen war das schon ein bisschen schwierig. Dann haben wir die Wohnung gefunden in Brakel. Wir waren froh, weil wir uns haben. Nach 1 Monat habe ich einen Schulplatz in Gesamtschule Scharnhorst gefunden. Und da hat meiner Meinung nach die schönste Zeit meines Lebens begonnen. Bis dahin hatte ich noch so Schwierigkeiten, um mich zu identifizieren oder um mich selbst zu finden. So, ich war in einer Stadt, in der ich niemanden kenne. Und als ich diese Schule besucht habe, da habe ich dann angefangen, so ein paar Freunde kennenzulernen. Da habe ich angefangen, die Sprache zu lernen, wie ein ganz normaler Schüler zur Schule zu gehen. Dann durch Zufall bin ich dann auf einen Verein gekommen. Dann haben wir in diesem Verein mehrere Seminare gemacht. Wir haben verschiedene Veranstaltungen gemacht und da habe ich mich ein bisschen entwickelt. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich das, was ich suche. Mich verbindet einfach alles mit Dortmund, alles, was ich hier habe. Mein Ehrenamt, meine Arbeit, meine Schule. Was mich in Dortmund aber stört, ist, dass die Menschen mich falsch sehen oder falsch sehen wollen, vor allem wenn ich in Seminaren bin. Und das stört mich sehr, diese Verurteile. Und genau deswegen haben wir dieses Fotoprojekt gemacht. Und genau das war unsere Intention, dass diese Menschen sehen, okay, diese arabischen Buchstaben, diese arabischen Schriften gehören auch zu Deutschland. Und um zu sagen, guckt mal, wir sind hier, wir gehören auch dazu, mit unseren schwarzen Haaren, mit unseren Ketten, mit allem, was wir haben, wir gehören zu euch, ihr gehört zu uns. Das ist unser Dortmund und unser Deutschland. So. Auch das Stadion kann heim